Willkommen zu unserem ersten Video auf diesem Kanal und das erste Video ist ein Tutorial. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen dieser wunderschönen Bonsai-Bäume fürs Aquarium mit Moos bebindet, dass der im Endeffekt aussieht wie ein richtiger Baum, wie ein richtiger Bonsai. Und ich habe dazu selbst schon einige Videos gesehen auf YouTube, englischsprachige und deutsche. Ich muss euch aber ehrlich sagen, kein Ergebnis hat mich wirklich überzeugt und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal, wie man das auch machen kann. Und wie es am Ende vielleicht sogar noch etwas schöner wird, als das, was ich bisher gesehen habe. Jetzt erzähle ich euch erstmal was zu diesen Bäumen allgemein. Wie ihr seht, das sind hier zwei verschiedene Größen. Es gibt die in verschiedenen Ausführungen. Wir haben momentan drei verschiedene Größen da. Das ist der kleine und das ist der große. Und diese Bäumchen sind aus verschiedenen Materialien gefertigt. Das sind im Prinzip mehrere Arten Holz, wie man hier schön sieht, da und da. Und die sind verbunden mit einer Art Kleber, wie so eine Art Mörtel. Und das ist dann so geformt, dass es halt aussieht wie ein richtiger Baum, so ein richtiger kleiner Miniaturbonsai. Und jedes dieser Bäumchen ist von Hand gefertigt und kommt, soweit ich das mitbekommen habe, aus Indonesien. Und die sehen eigentlich aus jeder Perspektive gut aus und machen auch im Aquarium einen sehr, sehr schönen Eindruck. Aber so wie die jetzt hier stehen, können wir sie noch nicht bebinden. Das hat folgenden Grund. Das Holz muss vorgeweicht werden. So wie man Wurzeln fürs Aquarium quasi wässert, macht man das mit diesen Bäumen auch. Und damit das jetzt natürlich alles reibungslos funktioniert, habe ich auch schon mal einen Baum vorbereitet. Und den zeige ich euch jetzt. Und das ist jetzt die Größe M, die zweite Größe. Und ihr seht hier nochmal im Vergleich den kleinen und den großen. Und was noch auffällt, das Holz wird wesentlich dunkler, nachdem es gewässert wurde. Denn das ist wesentlich heller als das. Und im Aquarium sieht es auch viel, viel natürlicher und viel, viel besser aus. Vor allem im Kontrast zu dem Moos, was dann hier drauf kommt. Also ihr seht hier nochmal sehr, sehr schön den Vergleich. Ja, und die Größe M ist jetzt die, die wir für dieses Video mit Moos bebinden. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, und bevor ich jetzt loslege, zeige ich euch noch schnell, was ich für Equipment benutze. Und das ist nicht viel, aber sehr, sehr nützlich. Wir haben einmal diese kleine Federschere von der Firma Tropica. Die benutze ich sehr gerne. Und noch eine Pinzette. Was für eine ist eigentlich relativ egal. Ich benutze am liebsten die, die vorne gerade sind, nicht die gebogenen. Das ist mein Werkzeug. Dann ganz handelsübliche Angelschnur. Ich benutze sehr dünne, 0,18er ist das. Was ich in diesem Video nicht verwende, ist Kleber. Dieser Superglue, den die Amis in ihren Videos immer benutzen. In Deutschland gibt es den auch, zum Beispiel von der Firma JBL. Den kann man nehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Endergebnis finde ich immer sehr enttäuschend, weil man, egal wie viel Mühe man sich gibt, am Ende immer diese weißen Stellen sehen wird. Und vor allen Dingen, wenn ihr das Moos irgendwann mal an verschiedene Stellen neu kleben wollt, seht ihr meistens immer noch die alten Klebereste von vorher. Und das finde ich persönlich nicht schön. Mal abgesehen davon sieht man die Angelschnur am Ende sowieso nicht mehr. Dann brauchen wir natürlich unser Moos. Und da habe ich mich in diesem Video entschieden für das Moos Calicostella, was meines Wissens nach aus Borneo kommt. Und warum nehme ich dieses Moos? Weil das eine sehr schöne Eigenschaft hat, das wird am Ende von dem Baum eher runterhängen. Das ist jetzt kein Moos, was absteht, sondern das ist ein Moos, was runterhängt. Da gibt es auch das Weeping Moos, was viele von euch wahrscheinlich kennen. Allerdings ist Weeping Moos in seiner Struktur viel gröber und viel größer und ausladender und würde auf diesen Baum in der Größe gar nicht wirken. Deswegen dieses Calicostella Moos. Einen deutschen Namen hat das, glaube ich, nicht. Das geht aber auch mit verschiedenen Moosen. Auch das seht ihr am Ende noch bei unserem fertigen Baum, den ich euch nachher zeige. Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen Sprüher, einen Wassersprüher. Einfach aus dem Grund,
damit mir mein Bäumchen nicht austrocknet, denn dieser ganze Vorgang hier dauert etwas. Und bevor einige Sektionen trocken werden, nehme ich dann immer den Sprüher und befeuchte den Baum und das Moos. Und dann kann auch nichts passieren. Ja, dann würde ich sagen, starten wir unser Tutorial. So, jetzt lege ich los und dazu nehme ich mir erstmal das Ende meiner Angelschnur und suche mir einen Ast raus, mit dem ich anfange. Und das wird jetzt in dem Fall dieser hier drüben sein. Der ist für den Anfang ganz gut geeignet und ich beginne das immer, indem ich den Faden erstmal an eine Stelle festknote mit einem Doppelknoten und lasse ein Ende überstehen. Und wie das geht, werdet ihr jetzt wahrscheinlich gleich sehen. Die Methode mit der Angelschnur ist vielleicht schon etwas überholt, werden sich jetzt einige denken. Man klebt ja heute alles, aber wie ich eben schon gesagt habe, ich persönlich halte nichts von Kleben und ihr werdet von dieser Schnur am Ende gar nichts mehr sehen. So, jetzt machen wir erstmal einen Doppelknoten und das Ende geben wir auf. Dieses Stück Schnur lasse ich jetzt erstmal die ganze Zeit an der Rolle und werde mich jetzt im Vorfeld nicht entscheiden, wie viel Schnur ich brauche, denn das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Das hängt ganz davon ab, wie viele Wicklungen ich um den Ast mache. Deswegen ziehe ich die einfach von der Rolle und platziere mir als nächstes das Moos auf meinen Zweig. Wichtig ist, ihr müsst euch im Vorfeld überlegen, von wo aus wird der Baum zu sehen sein. Wahrscheinlich von vorne. Also wenn er so im Aquarium steht, ist der Fokus immer vorne. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Stellen weitgehend mit Moos bedeckt sind. Das Moos treibt dann aus und es wird über den Ast drüber wachsen. Am Ende wird auch irgendwann die Rückseite gut aussehen. Aber wir wollen jetzt erstmal, dass die Sonnenseite, quasi die Frontansicht, besonders schön wird. Und deswegen konzentrieren wir uns darauf. So, jetzt nehme ich mir mein Moos. Und das Moos ist, wie man hier schon sieht, das ist fertiges, unter Wasser gewachsenes Moos. Das habe ich aus einem anderen Aquarium. Man kann natürlich auch in vitro nehmen, aber ich habe mich jetzt hierfür das entschieden. So, und jetzt ziehe ich hier mal etwas raus von dem Moos. Ich denke, ihr könnt es hier erkennen. Das ist relativ dicht ineinander gewachsen. Das sind halt einzelne Fasern. Es ist ganz praktisch, wenn das nicht so kurze Abschnitte sind, sondern etwas länger, dann hält das besser zusammen. Nun platziere ich mir das vorne auf meinem Baum, also auf der Frontansicht. Und ich muss dann immer noch mal schauen, dass alles halbwegs gleichmäßig liegt. Also ihr seht schon, das Stück ist ganz gut bedeckt. Hier fehlt noch was. Da packe ich jetzt noch mal was dazu. Es ist immer gut, etwas mehr zu haben, als man braucht. Lieber haben als brauchen, denn am Ende werdet ihr euch ärgern, wenn es zu wenig war und der Baum sieht kahl aus, dann wirkt das Ganze nicht. So, das Ganze muss jetzt nicht high-end aussehen. Das Ganze muss auch noch nicht an jeder einzelnen Stelle sein, sondern einfach nur gut verteilt. Und was ich jetzt mache, ist mit meiner Angelschnur mehrere Windungen um diesen Ast gehen, damit am Ende das Moos auch auf dem Ast erstmal hält. Das wird später sowieso anwachsen, denn dieses Moos hat Rhizoiden. Das sind sowas wie kleine Wurzeln, die dann am Holz haften und auch von dort aus die neuen Triebe, die dann wachsen, sich von selbst festhalten. Man könnte theoretisch die Angelschnur am Ende abschneiden, aber das muss nicht sein, denn wie gesagt, ihr werdet am Ende von der Schnur gar nichts mehr sehen. So, und jetzt lege ich einfach mal los. Ich gehe jetzt einfach an verschiedenen Stellen immer um diesen Zweig und lege mir, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie zum Beispiel hier oben, sieht man jetzt noch eine kahle Stelle, einfach noch einen Zweig Moos dahin und mit der nächsten Windung hält der fest. So, das Ganze mache ich jetzt so oft, bis ich einigermaßen alles abgedeckt habe. Und da kann man dann auch zwischen den Ästen herumgehen. Wichtig ist, dass ihr nirgendwo eine Schlaufe habt, die dann am Ende abreißen kann oder sich lösen kann, denn sonst würde der komplette Faden an dieser Stelle im Nachhinein locker werden und das Moos runterfallen. Und das wollen wir nicht, das wollen wir vermeiden, deswegen binde ich straff. Und straff heißt so fest, dass das Moos fest liegt, aber nicht einschneidet. Denn würde ich es zu doll einschneiden, würden wieder einzelne Fragmente runterfallen und am Ende auch nicht halten. So, und das Ganze kann man quasi beliebig oft machen. Ich mache meistens 1-2 Durchgänge, also einmal von unten nach oben und von oben nach unten, wenn ich der Meinung bin, dass alles hält. Jetzt machen wir den Baum nochmal so in die Kamera. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt schaue ich mir den Ganzen mal an. So, und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ihr werdet am Ende nicht sehen, dass das vielleicht ungleichmäßig hängt, wenn am Ende alles angewachsen ist,
wird es so oder so gut aussehen. So. Wie gesagt, jede Stelle ist jetzt einigermaßen fest. Und wenn ich jetzt sage, das reicht mir, es ist fest genug, dann nehme ich dieses Ende und das Ende, was ich mir im Vorfeld weggelegt habe, und mache dann da wieder einen Doppelknoten. Einmal. Ich wundere dich nur, umso schwieriger ist das, aber alles Übungssache. Zweimal. Zur Sicherheit kann man auch noch einen dritten machen. So. Und das übrige Ende schneide ich jetzt mit meiner kleinen Peterschere ab. Und zwar so lang, dass es nicht direkt über dem Knoten ist, sondern ungefähr noch 5 mm stehen bleiben, damit sich der Knoten nicht löst. So, und schon haben wir unseren ersten Ast fertig. Was aber an dieser Stelle noch auffällt, ist, es stehen überall noch kleine Moostriebe ab. Und ich mache es grundsätzlich so, dass ich die Moostriebe im Nachhinein nochmal abschneide. Das hat den Grund, dass am Ende, wenn der Baum im Wasser steht und austreibt, dieses komplette flache Pad gleichmäßig austreibt und keine Triebe aus diesen einzelnen Abständen heraustreiben, denn das würde wieder diese Optik der Krone kaputt machen, weil das ungleichmäßig wirkt. Wie gesagt, jedes Moos verhält sich anders, bei dem ist es aber so, dass das Sinn macht. Und deswegen, alles was absteht, wird gekürzt. Beim Kürzen, kleiner Tipp noch von meiner Seite, würde ich euch sehr empfehlen, darauf zu achten, nicht die Angelschnur durchzuschneiden, das ist mir nämlich auch schon mal passiert und dann war der ganze Aufwand umsonst, weil sich diese Schnur und damit der ganze Ast wieder gelöst hat und ich konnte von vorne anfangen. So, jetzt verbindest du vor der Kamera den ganzen Baum und wir machen einen Timelapse. Weil wir müssen jetzt noch erklären, jetzt muss ich ja den Rest des Baumes fertig machen, oder? Das können wir machen. Für das Video verbinde ich euch den Baum natürlich spiegelverkehrt. Wesentlich einfacher ist es, wenn man auf die Stelle schaut, die man auch verbindet. Deswegen habe ich mir den Baum jetzt einfach mal um 180 Grad gedreht und ihr seht jetzt die Rückseite. Ich sehe aber hier genau, was ich tue und kann sicher gehen, dass es hinterher auch gut aussieht. Jetzt lege ich mir wieder mein Moos an die verschiedenen Stellen. Achte darauf, dass ich genug Moos verwende. Wenn man so etwas in diese kleinen Ritzen und Ecken reindrückt, dann sieht es natürlicher aus. Es muss aber auch nicht jeder Ast verbunden sein. Was das auf sich hat, erzähle ich euch dann auch, wenn ihr den fertigen Baum seht. Um sicherzugehen, dass die Schnur überall an den Stellen anliegt, wo man sie auch haben will und nicht verrutscht, kann man die auch, also so mache ich das immer, mit dem Finger nochmal extra führen. Also ich halte sie auf Spannung und lege sie mir hier runter, halte den Finger quasi als Abstandshalter und ziehe dann den Faden wieder ran. Ich hoffe, man kann das hier alles erkennen. Wie gesagt, kleben geht schneller, aber verbinden sieht definitiv sauberer aus. Das ist einfacher, als es zu machen und zu filmen und gut aussehen zu lassen. So. So, jetzt haben wir diesen Ast auch fertig. Jetzt wieder der Doppel- oder Dreifachknoten. Einmal. Einmal. So, jetzt das Ende abschneiden. Und das war's. Und jetzt seht ihr nochmal die Stellen, an denen das Moos absteht. Das ist nochmal von oben. Und hier und da und da. Und dann schneide ich das einfach ab.
Und das war's. Zwischendurch anfeuchten. Tja, weiter geht's. Den Ast im genauen vorderen Sichtfeld, den sieht man sehr, sehr deutlich und der ist auch, wie man sieht, sehr dicht verzweigt. Das ist einfacher, weil je mehr Zweige und je mehr Äste da sind, umso einfacher ist es, mit der Schnur überall das Moos gleichmäßig zu befestigen. Und dann lege ich das jetzt einfach hier drauf. Wie gesagt, verteile das immer so, dass es halbwegs gleichmäßig ist. Wenn es nicht überall ist, macht es nichts, aber je gleichmäßiger, umso besser sieht das Bild am Ende aus. So. Wenn man einige Stellen freilässt, also quasi nicht gebindet, dann gibt es dem Ganzen noch einen natürlicheren Eindruck, weil ja draußen in der Natur auch nicht jeder Baum komplett grün ist. Da gibt es immer mal einen abgestorbenen Ast und im Bereich Bonsai macht man das ja auch so. Das sind dann die sogenannten Gins. Das sind Äste, die künstlich gebleicht werden und bei denen die Rinde abgeschaltet wird, damit da nichts wächst und nichts grünt. Das gibt dem Baum ein älteres Aussehen und das kann man hier auch machen. Wichtig ist immer, dass der Stammverlauf zu sehen ist, also nicht am Ende alles grün ist und dann einen Ball ergibt, sondern es muss halt auch Kontrast zu sehen sein. Und jetzt kann ich zum Beispiel diesen und den Zweig einfach auslassen und nicht verbinden und dann wirkt das wesentlich natürlicher. Also so wie das Moos jetzt liegt, passt das gut und dann lege ich einfach mal los. Was ich euch auch noch zeigen möchte, es gibt einige Stellen, an denen man mit dem Finger nicht gut hinkommt. Da könnt ihr euch die Pinzette zur Hilfe nehmen. Das zeige ich jetzt gleich mal. Ich lege es hier einmal rum. Und hier nochmal rum. So. Und wenn man jetzt beispielsweise hier mit dem Finger schlecht rankommt, könnt ihr auch die Pinzette nehmen und die Schnur führen. Dann seid ihr wesentlich präziser und kommt in jede Ecke. Nicht demotivieren lassen, wenn der Faden mal wegspringt, das ist alles kein Problem. Ihr müsst hier keinen Schönheitspreis mitgewinnen, es soll nur halten, das ist wichtig. Und deswegen versucht immer straff zu binden, nicht brutal fest, dass es einschneidet, sondern einfach straff und gleichmäßig und diese ganzen Äste auszunutzen. Deswegen an dieser Stelle nochmal, mit der Pinzette könnt ihr die Schnur sehr präzise führen und kommt in jede Ecke. Das auch noch in den Ast drumherum führen. Das funktioniert auch. Ich lege meinen Finger drauf, ziehe es am Ende runter. Und ich sehe, was ich hier tue. Und dann habe ich den Faden an dieser Stelle straff. Noch mal eine Stelle zeigen, wie man es nicht machen soll. So, jetzt zeige ich euch noch mal, worauf ihr achten müsst, was nicht passieren sollte. Wenn man so eine Stelle hat wie hier, ist es wichtig, den Faden im Hohlraum durchzuführen und nicht außenrum. Denn wenn ich den außenrum führe und das Ganze so aussieht, könnte die Gefahr bestehen, dass es vielleicht irgendwann oder bei der nächsten Windung passiert, dass sich dieser Faden hier löst und lose hängt. Und wenn er lose hängt, ist die ganze Konstruktion an der Stelle für den Arsch, denn dann hält gar nichts mehr und ihr könnt von vorne anfangen. Deswegen achtet da immer drauf, es muss stabil sein, gleichmäßig anliegen und überall fest sein. Da kann nichts passieren. Und lasst euch nicht demotivieren, wenn der erste Versuch in die Hose geht. Meine ersten Bäume sahen auch noch nicht so aus. Ich habe einige gefunden, bis ich am Ende den Trick raus hatte oder halt meine Tricks generell so perfektioniert habe, dass es funktioniert. Und mittlerweile würde ich mal sagen, gelingt mir eigentlich jeder Ast und der Baum sieht am Ende eigentlich immer gut aus. Und ich muss nicht zweimal oder dreimal anfangen, weil es nichts geworden ist. Also Übung macht den Meister. Probiert euch einfach aus. Und der große Vorteil an dieser Methode, wenn es nichts geworden ist,
Dann schneidet ihr die Schnur ab und beginnt von vorne. Habt ihr überall Klebestellen drauf, sieht das Ganze natürlich sehr hässlich aus und ihr habt eine größere Mühe, das am Ende schön zu kriegen, als wenn ihr es gleich von vornherein ordentlich macht. Deswegen bin ich absoluter Verfechter der Angelschnurmethode. So, jetzt haben wir den Zweig hier fast komplett. Ich schaue nochmal, dass ich alle Ecken voll habe. Und nun mache ich aus dem letzten Stück wieder meinen Doppelknoten und das war's. Einmal. Zwei. Angenommen, ich habe dieses Ende zu kurz abgeschnitten und komme mit dem Finger nicht an die Sache, kann man das auch mit der Pinzette machen. Ich nehme das Ende, halte es mit der Pinzette fest, das lange nehme ich in die Hand und dann führe ich die Pinzette quasi so durch und schon habe ich meinen Knoten und alles hält. Geht also auch. So, wie ihr seht, jetzt habe ich alle Äste soweit gebunden und man könnte jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und sagen, ich möchte hier unten beispielsweise noch einen Akzent setzen und dann könnt ihr entweder mit demselben oder mit einem anderen Moos hier unten nochmal eine kleine Stelle verbinden, damit der Stamm nicht so kahl aussieht, denn es ist ja manchmal auch in der Natur so, dass ein Baum auch unten nochmal Austrieb hat und von daher wirkt das Ganze dann natürlicher. Ich habe jetzt die ganzen abstehenden Triebe weitestgehend kürzt. Vielleicht steht an der einen oder anderen Stelle noch einer ab. Das sieht man dann meistens erst im Nachhinein. Aber grundsätzlich wäre der Baum jetzt soweit fertig und einsatzbereit. Und wie ich am Anfang schon angekündigt habe, ich habe noch zwei andere Bäume vor einer Weile gebunden. Und die würde ich euch jetzt mal zeigen im Aquarium. So, jetzt packen wir diesen Baum ins Aquarium. Und dann sieht man das Endergebnis. Ein paar kleine Krümel lösen sich immer noch. Aber das macht nichts. Okay, jetzt hat er wieder etwas Auftrieb bekommen. Aber so sieht das Ganze dann aus. Und wenn man den entsprechend beleuchtet und ein kleines bisschen düngt, dauert es nicht lange, ihr habt so ein Ergebnis. Das ist ein kleiner Bonsai, den habe ich aber, wie man sieht, mit einem anderen Moos gebunden. Das ist das Ricardia, das sogenannte Korallenmoos. Das kann man auch als Pet kaufen oder als Portion und das gibt dem Ganzen eine etwas andere Optik. Dasselbe Moos, was ich jetzt gerade eben verwendet habe, dieses Calicostella, haben wir auch auf diesem Baum verwendet. Das ist auch ein mittelgroßer, den habe ich letzte Woche gebunden. Viel ist noch nicht passiert, aber ihr seht hier im Vergleich dazu unten rechts diese Garnelenhöhle, von der schon nicht mehr viel zu sehen ist, die habe ich auch mit diesem Moos gefunden. So sieht das Ganze aus. Neu und links daneben circa 7 Wochen alt. Der linke Baum, wie gesagt, ist circa 1 Woche gebunden und der rechte mit dem Ricardia ist etwa 8 Wochen alt. Also ihr seht, mit relativ wenig Aufwand hat man eigentlich ziemlich schnell ein schönes Ergebnis und es sind keine Klebestellen. Nichts, was irgendwie verrät, dass da was
nicht echt und nicht original ist. Es wirkt wirklich wie gewachsen. Und wenn man selbst ganz genau rangeht, fällt kaum auf, dass die Angel schon zu sehen ist. Also am rechten Baum sieht man eigentlich gar nichts mehr. Maximal, wenn man von unten drauf schaut, dann kann das sein, dass es an der einen oder anderen Stelle noch auffällt. Aber es ist quasi eigentlich wirklich nicht mehr zu sehen.